Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Penumbra. Ich weiß es immer noch nicht, wie ich hier durchkomme. Was zur Hölle? Ich habe einfach gar nichts gemacht, jetzt die Tür auf. Das Vieh hat irgendwie die Tür eingetreten. Vielleicht hat das was mit dem Glockenturm zu tun? Wir sind durch, tatsächlich. Da hätte ich ja noch lange rumrennen können. Strange, ich kann euch nicht erklären, wieso jetzt. Und wieder spricht der Dämon. But not all deaths are necessary. End mankind. Oh mein Gott. Die dumme Menschheit. Eine schwer aussehende Steintür. Mit roher Gewalt werde ich sie nicht öffnen können. Wieder eine Prüfung der Intelligenz. Und hier ist irgendwie so ein Stein. Okay, wir schauen uns weiter um. Das ist so merkwürdig. Fühlt sich an, als ob ein Teil von mir gestorben wäre. Hier können wir durch. Ob wir diese Kisten irgendwie da drauflegen müssen? Auf die Zahlen? Ja, das leuchtet doch ein. Mal gucken, was jetzt passiert ist. Eine Leiche. Der arme Kerl hat wohl die Falle ausgelöst. Und mir damit höchstwahrscheinlich das Leben gerettet. Okay, noch ein Stein. Das X. Wir damit auch die Tür öffnen können? Scheinbar schon. Steinmechanismen. Scheiße! Oh mein Gott. Oh, I am one. My number is infinite. Through this, I see the needs of the many outweigh the life of just one. Nette Ansprache wieder mal. Vom Dämon. Von der Kreatur des Bösen. Wenn ich dies abschließen will, muss ich anfangen, so wie der Turn Guide zu denken. Wir sind viele, nicht nur eine. Oh mein Gott, das war der eine Kerl, der in die Falle gerasselt ist. Gut. Das habe ich soweit verstanden, glaube ich. Was habe ich jetzt falsch gemacht? My number is infinite. Through this, I see the needs of the many. Outweigh the life of just one. Ich habe nicht verstanden, was ich falsch gemacht habe, aber ich probiere es gerne nochmal, lieber Turnguide. Das ist der Guide zum Turn. Ach du Scheiße. Okay. Also, das war die 1. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, I am one. My number is infinite. Ja, ich weiß es doch mittlerweile. I see the needs of the many outweigh the life of just one. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Ich meine, der eine ist gestorben. Neuer Versuch, neues Glück. Wenn ich dies abschließen will, muss ich anfangen, wie der Turnguide zu denken. Okay. Wir sind viele, wir sind nicht nur einer. Ich nehme diese blöde Kiste. Wieder so ein blödes Rätsel. Eher wie der Entwickler zu denken, als der Turnguide. So. Die 1. Diese Tür geht auf. Da ist noch eine Pressplatte. Wahrscheinlich muss ich da irgendwie diesen Stein draufgehen. Vielleicht hält der Hebel hier die Tür auf? Kann das sein? Okay, jetzt muss ich mich beeilen, die Socke. Okay. Jetzt geht's weiter. Die Null ist geschlossen. Und jetzt ist hier die Falle.
Wenn ich nur einen Schritt weitergehe, würde das meinen sicheren Tod bedeuten. Die Frage ist, wie kann ich jetzt die Falle dezimieren, wenn jetzt hier alles zu ist? Ich kann nicht dadurch. Der Weg scheint versperrt zu sein. Oh. Alles klar, wir sind ein und dieselbe Person. Das Ich, was stirbt, sind auch wir. Und wie kommen wir hier durch? Wie kommen wir hier durch jetzt? Die Stangen sind da, sonst haben wir hier nichts. Außer diese Falle. Und die Eins. Die sich aber nicht hält. Weil sobald wir von der Eins weggehen, geht der Mechanismus wieder zu. So ist es nun mal. Und wir sind wieder gestorben. Oder? Nein. Es war okay. Und jetzt sind wir mit dem anderen Ich wieder hier? Was zum Teufel? Wir mussten da in diese Flammen laufen, offensichtlich. Und das war dieses eine Ich. Das bin ich tot. Ich habe mich geopfert, damit der andere Mann leben kann. Und der andere Mann sind auch wir. Wir sind mehrere. Das ist das, was der Tonguide verkörpern will. Nicht nur eine Person, sondern gleich mehrere Personen. Ein massiver Felsblock. Und jetzt wissen wir ja, was passiert, wenn wir da einfach reinrennen. Hier würden wir sterben. Das ist irgendein Scanner für Handflächen. Und der verbrennt mich, wenn ich da jetzt einfach hingehe. Vielleicht können wir die Leiche nehmen. Nochmal. Ich bin gestorben und gleichzeitig nicht. Wir brauchen am besten eine Hand. Okay, wir probieren es jetzt einfach so. Da sind wir beim letzten Mal dann gestorben, aber das gehört ja auch zum Plan. Das war, glaube ich, richtig so, dass wir da sterben. Gut. Blumen. Weiß. Das Nichts. I am relieved, mankind. In a being such as you, selfishness would be catastrophic. You have shown that you can be higher than your station. And for this reason, I shall reveal to you that which I revealed. Okay, dann mal her mit den Informationen. Dämon. Oh, Backe. I came here to this place many millions of years ago, before mankind was even upright. As eons came and went, mankind appeared around me and found names for me. Demon, spirit, Turngate. We existed in harmony for much time. I, lying dormant within what you refer to as the infected, and they, benefiting from my knowledge and protection. But mankind changed, and I fled. So much power in mankind, so many questions, and yet without the intelligence to answer them. Wohl wahr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier vorher eine Maschine stand, die nicht mehr da ist. Wir gehen weiter durch die Tür. Ach du Scheiße, hier lag doch der... Mankind grows and tries to form a whole, a community. Somehow, it becomes more dangerous, more angry, and with no direction for this anger, besides itself and its world. And then I was discovered. Mankind created this place to find me and silence me. They tore open my resting place and set about destroying me. And I, with no form of defense, was forced to attack. I am not the barbarian. I am not the invader. You are. Oh ja, das stimmt leider so oft. Der Dämon.
Er wurde gestört, sein Grab wurde aufgerissen. Haben wir hier noch irgendwas? Soll ich überhaupt in die Kiste noch reinschauen? Oder ist es eh mittlerweile völlig egal? But you, mankind, you are different. You have proved this. And now, I ask for your mercy. Do not allow me to be destroyed by your kin, which they would surely do. They followed the Inuit here, and you followed them. There will be more. Will you send word? Will you destroy all trace of this place, so that no mankind will ever discover me again? Will you do this for me? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir zerstören einfach die ganze Anlage. Oder was? Selbstzerstörung? Ausführen. E-Mail.exe. Schreiben. Es gibt Dinge, die ich von dir brauche. Dinge, die du wahrscheinlich... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss denken. 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 Noch nicht, ich muss denken. Worüber musst du denken? Ich muss wirklich hier raus. Was zum Dämon? Was zum Turn Guide soll ich vielleicht besser sagen? Alles ist dunkel. Und wir sind wieder im Raum. Wir sind nicht draußen. Das ist nur eine Riesenfläche mit Dunkelheit. Wie können wir denn hier rauskommen? All diese Notizen, was bedeuten sie? Was bedeutet das alles hier? Der Raum verdreht sich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich weiß es wirklich nicht. Scheiße, schau dich um, schau dich um. Was ist das hier, die Zeitungsartikel? Kommen wir hier zurück? Nein. Die Tür ist zu, verschlossen. Und überall dreht sich die Schwärze, der Raum verschwindet langsam, die Schwärze um uns rum wird größer. Was ist hier los? Viel gibt's hier nicht mehr. Der Kalender vom letzten Jahr. Welches Jahr haben wir jetzt? Der Computer. Die komplette Dunkelheit. Würdest du das für mich tun? Fragte es. Und ich bejahte. Ich versprach dem Hive, dass ich jemanden Vertrauenswürdigen kontaktieren würde. Dass ich sie alle Beweise für diesen Ort zerstören lassen würde. So wie es ihm mein Vater versprochen hatte. Ich jedoch werde nicht die Fehler meines Vaters wiederholen. Nun kennst du die Wahrheit über die Ereignisse, die mich hierher geführt haben. Und die unermessliche Bedeutung meiner Worte. Bewaffnet mit diesem Wissen musst du die Stärke zeigen, die ich nicht besaß. Der Turn Guide hatte recht. Wir Menschen sind gefährlich. Ungestüme und doch intelligente Individuen. Die Mitglieder dieser Einrichtung versuchten, den Turn Guide zu enthüllen und zu kontrollieren. Und das Turn Guide wandte sich für die Erlösung zu mir zu. Das Hai führte seine Tests mit mir durch. Und ich sprang durch seine Zirkusreifen wie der Affe, für den es mich hielt. Aber ich bin kein Affe. Der Turn Guide hatte recht. Ich bin völlig anders. Ich hatte mehr mit Clarence gemeint. Ich versprach, dich zu bitten, alle Menschen von diesem Ort fernzuhalten. Zum Wohle des Turn Guide und der menschlichen Rasse. Wenn wir Glück haben, dann bin ich schon tot. Wenn du das hier liest. Wenn uns das Schicksal grollt, ist das unser aller Ende. Die Northwestern-Mine befindet sich auf den Koordinaten N81-6914-W58-3154. Töte sie. Töte sie alle. Nachricht gesendet. Was für eine abgedrehte Geschichte.
Was für eine abgedrehte Geschichte, liebe Freunde. Unglaublich. Das war Penumbra. Quasi die Penumbra-Reihe, die ursprünglich mal aus 3 Spielen bestehen sollte. Dann wurden es letztendlich nur noch 2 und es gibt noch ein Add-on. Das hat aber wirklich wenig damit zu tun. Das ist mehr ein reines Rätselspiel, wenig Horror. Deswegen werde ich mir das nicht vorknüpfen. Aber Penumbra war schon klasse, absolut. Richtig geile Schocksequenzen drin. Und ich freue mich schon auf das nächste Horror-Let's Play mit euch, auf jeden Fall. Die Story mit dem Turnguide, dass die Menschen eigentlich die Bösen waren, die das Böse geweckt haben. Weil sie immer mehr wollen, weil sie immer mehr wissen wollen, weil sie immer mehr haben wollen. Und das ist wirklich ein Problem unserer Menschheit. Oft graben sie sich ihr eigenes Grab, die Menschen, leider. Aber bekanntlich sind nicht alle böse. So läuft das. Naja, und ich muss mich natürlich auch bei euch bedanken für diesen Heidenspaß mit Penumbra, die schwarze Pest. War auf jeden Fall ein richtig geiler Titel, den wir ja gemeinsam gespielt haben. Und ich bedanke mich wirklich dicke bei euch, denn ihr seid die Besten. Gemeinsam mit euch macht das einfach doppelt so viel Spaß, hier irgendwie durch diese ganze Welt zu ziehen und Abenteuer zu erleben und auch hier den Horrorschrecken zu erleben. Das ist schon echt cool. Und auch vielen Dank natürlich an die Entwickler, das kleine Independent Studio aus Schweden, Frictional Games, die da wirklich mit wenig Mitteln einen richtig klasse Titel geschaffen haben. Wir sehen uns wieder beim nächsten Horror-Let's Play. Bis dahin.